الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen. Wir haben dir fürwahr die Fülle des Guten zuteil werden lassen. Darum bete zu deinem Herrn und bringe ihm aus Dankbarkeit Opfer dar. Dieser Tag ist ein besonderer Tag. Heute, im Jahre 1989, haben zwei Völker wieder zusammengefunden. Heute ist der 3. Oktober. Und genau an diesem Tag haben Muslime sich entschieden, ihre Türen, ihre Moscheen zu öffnen. In dieser Gesellschaft öffnen sie am 3. Oktober jeden Jahres ihre Türen und wollen ein Zeichen setzen. Das ist eine schöne Fügung, dass genau an diesem Tag Muslime sagen wollen, obwohl es auch im Jahre 2014 sehr stark diskutiert wird, ob Muslime, ob der Islam zu Deutschland gehört, wir sagen und wir wissen, dass wir zu Deutschland gehören. Morgen beginnen wichtige Tage für Muslime. Morgen ist der erste Tag des Kurbanfestes. Im Arabischen heißt es Eid al-Adha. Im Türkisch und persischsprachigen Raum heißt es Kurbanfest. In der Regel wird es mit Opferfest übersetzt. Nur das Opfern eines Tieres steht meines Erachtens nicht im Vordergrund. Ist sehr bedeutend, sehr wichtig, spielt eine sehr große Rolle, nur primär geht es in diesem Fest darum, dass man die Dankbarkeit gegenüber Gott zeigt, dass man die Liebe zu Gott erkennt, dass man Ehrfurcht vor Gott viel mehr spürt denn je. An diesem Tag spielt die Hingabe an Gott eine sehr, sehr große Rolle. Die Treue zu Gott ist ein wichtiger Bestandteil. Außerdem ist es die Zeit der Nächstenliebe, die Zeit der Verantwortung. Es ist die Zeit, in der Alt und Jung, Reich und Arm zusammenkommen, in der Nachbarn näher zusammenrücken. Es ist die Zeit der Annäherung, es ist das Annäherungsfest. Es ist die Zeit, in der wir in dieser Gesellschaft die Unterschiede und die Vielfalt schätzen werden. Daher wünsche ich Ihnen segensreiche Festtage. Assalamu alaikum.